für mich war dann irgendwann so der Punkt wirklich gekommen, dass ich halt für mich gesagt habe, das schaffe ich nicht mehr. Also ich werde einfach nicht mehr schlank. Ich muss mich damit abfinden. Ich werde für immer einfach immer dicker werden und Ja. war wirklich an so einem Punkt angekommen, wo ich einfach dachte, ne, also mit Ernährung habe ich jetzt auch einfach keine Lust mehr. Als ich dann gedacht habe, okay, ich versuche es jetzt einfach mal, ich rufe dich an. Selbst da muss man ja mal sagen, dass ich die ersten Monate mit dir sogar noch zusammen oder mindestens Wochen super, super, super skeptisch war und immer gedacht habe, ja, bei Ja. mir, ich werde die Einzige sein, wo es nicht geklappt hat. Also man muss wirklich sagen, in der gesamten Zeit würde ich sagen, habe ich relativ frei mich eigentlich ernährt, habe am Anfang halt gedacht, ha, kann das klappen? Dann sind die ersten 100 Gramm, 200 Gramm gepurzelt und ich dachte mir, wie kann das denn sein? Weil irgendwo war es mit einer Leichtigkeit, die eben auch immer mir beschrieben wurde. Und Ja. ich würde einfach mal sagen, während des Prozesses habe ich gar nicht erkannt, woran es dann am Ende lag. Und jetzt kann ich eben sagen, ich habe über die ganze Zeit halt einfach gelernt. Willkommen bei Diätfrei Abnehmen. Sag Tschüss zum Diätfrust und Hallo zu einem Weg mit mehr Leichtigkeit und Spaß. Bist du bereit? Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beziehungsweise zu einem Interview mit einer weiteren tollen Person, in dem Fall die Emily. Und mit der Emily wollen wir heute über ihren Weg sprechen. Wie Emily es geschafft hat, jetzt von dem Diäten, dem Zählen und all dem wegzukommen. Ja, und wie sich ihr Leben da jetzt durch verändert hat. Emily, magst du mal ganz kurz dich vorstellen? Für all die dich noch nicht kennen, werden bestimmt einige sein und vielleicht auch ja schon mal so schildern, wie war denn deine Situation vor ein paar Monaten, als du zu mir kamst? Ja, klar. Ja, hallo, ich bin Emily, wie du schon gesagt hast, gerade 30 geworden. Ja, wie bin ich zu dir gekommen? Ich würde sagen, ich bin in erster Linie ziemlich verzweifelt zu dir gekommen. Also für mich war einfach schon eine lange Leidensgeschichte davor. Ich war über Jahre in einem Diätwahnsinn gefangen, würde ich sagen. Ich bin immer nur von einer Diät beziehungsweise auch von einer Methode zur nächsten Methode gejumpt. Hab mit der einen oder anderen auch mehr oder weniger abgenommen, aber danach halt auch leider immer wieder viel, viel mehr zugenommen. Und ja, also ich will mal jetzt direkt von vornherein sagen, die meisten haben mir immer gesagt, ach Quatsch, und so schlimm ist es ja alles noch nicht, aber man fängt halt irgendwann an, sich einfach nicht mehr wohlzufühlen. Also ich habe Ja. über die Jahre, über die, ich würde sagen, letzten 10 Jahre ungefähr, habe ich so um die 20 Kilo, 25 Kilo zugenommen. Und das merkt man halt dann irgendwann auch. Man wird immer, ja, unmotivierter, man geht weniger raus, man unternimmt weniger mit Freunden und das Ganze unterstützt dann diese Abwärtsspirale. Ich sage, man versucht es dann mit sämtlichen Diäten oder Ernährungsformen und ja, es hat leider vorne und hinten nicht funktioniert. Und für mich war dann irgendwann so der Punkt wirklich gekommen, dass ich halt für mich gesagt habe, das schaffe ich nicht mehr. Also ich werde einfach nicht mehr schlank. Ich muss mich damit abfinden. Ich werde für immer einfach immer dicker werden und Ja. war wirklich an so einem Punkt angekommen, wo ich einfach dachte, ne, also mit Ernährung habe ich jetzt auch einfach keine Lust mehr. Und bin dann auf dich gestoßen durch eine Freundin von mir, die eben schon vorher bei dir im Programm war und die dann gesagt hat, komm, dann gib dem Timo doch mal eine Chance und melde dich einfach mal bei ihm und Ja. warte mal ab, was er dir sagt, ob er da irgendwie eine Lösung für dich sieht. Und ja, so bin ich zu dir gekommen. Ich wollte gerade schon sagen, so sehr das Ganze an den Nagel gehangen schon fast und dann auch gesagt, ja, Ernährung, da möchte ich gar nichts mehr mit zu tun haben und dann bist du trotzdem bei einem Ernährungscoach gelandet. Das ist ja schon fast widersprüchlich. Das Ja. stimmt absolut. Ich sage, wenn ich nicht die guten Erfolge von der Freundin gesehen hätte, hätte ich auch irgendwann gesagt, nee, also ich sage, man muss auch dazu sagen, auch mit Sport hatte ich oft genug probiert. Jetzt bin ich nicht ein super sportlicher Mensch. Ja. Und ja, habe da aber auch wenig Erfolge gesehen. Also bin ehrlich, umso mehr Sport ich gemacht habe, umso mehr habe ich da meistens auch gegessen. Jetzt Revue passierend, kann man sich auch alles gut erklären. Aber ich sage, für mich gab es halt irgendwie langsam dann, ich war an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich sagen konnte, hey, es klappt halt alles irgendwie nicht bei mir und ich gebe mich einfach jetzt damit zufrieden, in Anführungsstrichen, wobei ich mehr, also überhaupt nicht zufrieden war zu diesem Zeitpunkt, aber eben einfach damit, ja, das wird mit dem Abnehmen, das klappt bei mir einfach nicht mehr. Ja. Okay, das war so der Stand der Dinge. Ja, ich habe schon gefühlt alles durch. Keine Ahnung, was noch funktionieren könnte.
aber ich habe eigentlich innerlich schon aufgegeben, dass es da noch irgendwas gibt. Und dann war da aber doch deine Freundin, die dir das Gegenteil bewiesen hat, praktisch. Was magst du da mal kurz sagen, was hat dich da so praktisch inspiriert, dann zu sagen, ja, ich melde mich dann doch mal beim Timo, weil das ist ja dann doch ein Schritt zu sagen, ja, ich höre mir das jetzt einfach mal an. Ja, also man muss dazu sagen, meine Freundin hatte schon mit dir zusammengearbeitet, schon ein paar Jahre davor. Also ich glaube 2 Jahre oder so. Also es war auch schon ein bisschen Zeit vergangen seitdem. Mhm. Und meine Freundin hatte wirklich wahnsinnig viel abgenommen. Ich weiß gar nicht genau wie viel, aber wirklich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren hat die 30, 40 Kilo abgenommen. Also wirklich einen Wahnsinnswandel durchgemacht. Also ich will nichts Falsches sagen. Vielleicht weniger, vielleicht mehr, aber wirklich deutlich sichtbar. Und man muss vor allen Dingen sagen, dass ich bei ihr halt festgestellt habe, gerade über die lange Spanne, wo ich auch ganz lange gar nicht wusste, dass sie in einem Coaching war, dass man so mitbekommen hat, sie ist viel fröhlicher geworden, sie ist viel offener geworden, sie hat das, was ich zu dem Zeitpunkt definitiv hatte, dieses Verbissene mit der Ernährung, das hatte sie halt einfach gar nicht mehr. Und sie hat dann auch ganz oft zu mir gesagt, du Emily, ich esse, was ich will und ich nehme trotzdem ab und alles ist super. Und ich dachte mir so, wie kann das sein? Und hatte eben ganz, ganz viel mich damals auch mit ihr ausgetauscht und ihr halt immer erzählt, wie es mir geht und wie ich mich fühle und wie sehr ich mich unter Druck setze und so weiter. Und sie hat immer zu mir gesagt, du Emily, genau so war es von mir vor 2 Jahren auch. Und Timo hat das bei mir bewirkt, dass das nicht mehr so war. Und da habe ich mal gedacht, das kann er ja gar nicht. Also, aber andererseits habe ich halt dieses Beispiel gesehen, weil man muss einfach sagen, 2, 3 Jahre vorher war sie genauso frustriert und das hat man auch gemerkt, obwohl wir uns nicht mit diesem Thema damals beschäftigt haben. Aber man hat halt einfach so einen Persönlichkeitswandel wirklich bei ihr mitgemacht, der rundum positiv war. Und es war halt wirklich so, dass sie mit so einer Leichtigkeit durchs Leben gegangen ist und wirklich die Kilos geputzelt sind, ohne dass sie was dafür getan hat. Also sie hat halt wirklich, wenn wir uns getroffen haben, habe ich mir dann irgendwie so einen jämmerlichen Salat bestellt. Und ich mag nicht mal Salat, muss man halt wirklich sagen. Ich finde, Salat ist das Schlimmste über, also gerade so Blattsalat kann man mich mit jagen. Und ich habe mir dann so einen Salat bestellt und saß super unzufrieden davor. Und sie bestellt sich so eine Pizza mit Hollandaise und was weiß ich. Und ich dachte mir, wie kann das? Sie nimmt seit Jahren ab und das wirklich stetig, lässt ihre Gürtel einkürzen und zwar eben nicht so ein Stück, sondern wirklich solche Zentimeter. Wie kann das sein, wenn man sich so ernährt? Und sie war aber immer super glücklich auch damit und hat mir natürlich auch versucht, immer das Prinzip zu erklären. Bin aber ehrlich, war natürlich trotzdem super skeptisch und selbst als ich dann gedacht habe, okay, ich versuch's jetzt einfach mal, ich ruf dich an. Selbst da muss man ja mal sagen, dass ich die ersten Monate mit dir sogar noch zusammen oder mindestens Wochen super, super, super skeptisch war und immer gedacht habe, ja, bei mir, ich werde die Einzige sein, wo es nicht geklappt hat. Also. Ja, genau. Ich werde die Einzige sein, wo es nicht geklappt hat. Genau. Ja. Spannend. Du hast da schon was berichtet, was für viele dann auch im Kopf genauso einen Knoten macht wie bei dir dann auch, dass man so hört, ich esse, was ich möchte und nehme trotzdem ab. Wie kann das sein? Aber genau das ist eben vielleicht auch gerade der Schlüssel, dass man auch eben, wie du es auch gesagt hast, nicht nur eine Ernährungsumstellung durchmacht mit Verboten oder Kalorienzählen, sondern eine gesamte Persönlichkeitsentwicklung schon fast. Und dadurch hast du halt auch ein ganz anderes Leben, was viel leichter wahrgenommen wird. Jetzt war das aber die Story von deiner Freundin. Jetzt wollen wir nochmal zurückkommen zu dir. Jetzt anfangs sehr frustriert, hast auch gefühlt schon das Ganze aufgegeben, super skeptisch, bis Monate auch ins Coaching hinein. Und ja, was ist dann im Coaching für dich passiert? Also was hat sich denn innerhalb der Zeit, die wir zusammengearbeitet haben, da verändert? Das, das ist ganz witzig, weil so ganz genau kann ich dir oder allen das gar nicht so sagen. Es war definitiv ein schleichender Prozess, den man jetzt rückwirkend eben wahrnehmen kann, aber währenddessen hätte ich gesagt, ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass du mich stetig aufgebaut hast, immer gesagt hast, hey Emily, sei nicht so streng zu dir selber und eben hör auf, dir sämtliche Verbote aufzuerlegen. Versuch auf deinen Körper zu hören. Ich sollte natürlich währenddessen tracken. Wir hatten aber auch von Anfang an die Kalorien ausgestellt, was mich unglaublich glücklich gemacht hat, muss man wirklich sagen, weil ich eben aus einer Vergangenheit komme, wo ich oft genug getrackt habe. Ja, ich glaube, tracken ist da der falsche Begriff für. Wir haben halt ein Ernährungstagebuch dann geführt. Für eine gewisse Zeit, ja.
Und ja, und da war dann halt wirklich das Beruhigende für mich einfach, dass ich wusste, du beobachtest das Ganze, ich kann mich oder ich sollte mich erstmal so ernähren, wie ich es halten möchte. Und wenn eben irgendwas passiert ist, dann haben wir dann darüber geredet, so warum ist das jetzt so gelaufen? Aber man muss wirklich sagen, in der gesamten Zeit würde ich sagen, habe ich relativ frei mich eigentlich ernährt, habe am Anfang halt gedacht, kann das klappen? Dann sind die ersten 100 Gramm, 200 Gramm gepurzelt. Und ich dachte mir, wie kann das denn sein? Weil irgendwo war es mit einer Leichtigkeit, die eben auch immer mir beschrieben wurde. Und ja, ich würde einfach mal sagen, während des Prozesses habe ich gar nicht erkannt, woran es dann am Ende lag. Und jetzt kann ich eben sagen, ich habe über die ganze Zeit halt einfach gelernt, eben auf mich zu hören, auf mich, auf mich zu achten, mir Sachen zu erlauben und gezielt zu genießen. Das war für mich am Ende der Schlüssel, dass ich eben auf einmal gemerkt habe, hey, wenn ich wirklich mal in mich reinhorche und mir wirklich nicht mehr so viele Verbote auferlege, dann esse ich auch einfach gar nicht mehr so viel, sondern ich esse ja in dem Moment, wo ich es essen möchte, esse ich genau das und esse eben nicht diese Alternativen wie einen Salat oder einen Apfel oder was weiß ich und noch zig Sachen mehr, um irgendwie dieses befriedigende Gefühl, was man aber dann nicht befriedigen kann, zu füllen. Und das war bei mir, würde ich sagen, am Ende dann wirklich so einer der Schlüssel. Wobei, den haben wir auch nicht durch ein Gespräch erreicht, sondern durch wöchentliches Wiederholen immer wieder derselben Punkte. Emily, red nicht so viel schwarz-weiß, sei nicht so streng zu dir, du musst dir das erlauben. Und genau. Aber ja, ich würde sagen, dass grundsätzlich das ein großer Punkt war, der dann bei mir auch einen Switch gemacht hat, dass ich irgendwann ein bisschen selbstbewusster in das Ganze reingegangen bin. Was ich da häufig auch sage, so wenn Interessenten auf mich zukommen, es gibt so drei Kernbereiche, die beeinflusst werden in der Regel, um langfristig Gewicht zu verlieren. Zum einen der technische Aspekt, mit was esse ich, wann esse ich, wie oft und so weiter. Das haben wir natürlich auch uns angeschaut und auch optimiert. Aber das ist vielen, gerade die Kalorien gezählt haben vorher und auch in dieser Bubble schon drin sind, das ist vieles, das weiß man schon. Darum geht es dann gar nicht, sondern auch die zwei anderen Punkte, über die ich noch spreche jetzt, ist halt das Essverhalten. Da ist definitiv ein Punkt oft. Und dann das Denken über das ganze Thema. Und hier hast du ja schon beschrieben, da waren die größten Punkte, über die wir dann auch oft gesprochen haben und die wir dann letztendlich jetzt schon gemeistert haben, wodurch dann auch Abnehmen möglich ist, ohne Verbote, ohne irgendwelche Diäten. Und du hast es eben auch schon gesagt am Anfang, ohne jetzt Sport da zu betreiben wie irgendwie ein Athlet oder sonst was, sondern Sport zu machen, wenn er einem Spaß macht, aber jetzt nicht zu übertreiben. Sport und Verbote oder Süßigkeiten wegzulassen sind halt einfach nicht die langfristige Lösung. So. Definitiv. Und das zumal man ja sagen muss, ich habe ja von Anfang an, als du gesagt hast, du brauchst gar keinen Sport machen, habe ich erstmal alles eingestellt an Sport, was ich mir immer aufgezwungen habe, was mich gerade in der Anfangszeit auch echt schon, das war schon für mich der erste Schritt, weil da habe ich mich ja schon immer unter Druck gesetzt. Du musst jetzt dies, du musst jetzt das. Und da war einfach schon ein Riesendruck, der weg war. Und dann, okay, wir schaffen das Ganze auch ohne Sport. Erstmal schon mal ein schöner Punkt. Und jetzt muss man ja wirklich sagen, nach so vielen Monaten, inzwischen habe ich sogar wieder Sport für mich entdeckt. Hätte ich nie gedacht, wenn man mich das Anfang des Jahres gefragt hätte. Aber inzwischen mache ich gerne, zwar nicht oft Sport, also ich werde auf einmal nicht eine Sportskanone, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich mache halt jetzt ein-, zweimal die Woche Sport, was ich mir niemals gedacht hätte, dass ich das mal freiwillig mache und dann wirklich denke, ey, jetzt habe ich Lust drauf, also jetzt mache ich das gerne. Also ja. Das habe ich gerade in einem anderen Meeting vor dir auch noch gesagt, das muss weg. Wenn du das erstmal weglässt und dann auch vielleicht erstmal für eine gewisse Zeit das dann sein lässt, was du dir auferlegt hast, dann wird irgendwann ich möchte kommen. Und aus dem ich möchte wird dann etwas, was dir Spaß macht. Und alles, was dir Spaß macht, wie lange macht man das? Wesentlich länger als irgendwas, wozu man sich diszipliniert. Und das ist halt das, was wir sehen. Deswegen gibt es keine strengen Vorgaben in keinster Form, weil die machen einfach keinen Sinn. Und das sind halt Dinge, die hast du dir auch schon tausendmal auferlegt. Die erlegt sich jeder auf. Das sind die Dinge, die man tausendmal hört schon. Mach 10.000 Schritte jetzt jeden Tag. Mach dreimal die Woche Krafttraining. Am besten machst du noch Cardiotraining. Am besten wenig Kohlenhydrate, besonders am Abend. Und all diesen Kram, der hilft ja keinem. Sonst wären wir ja alle schon am Ziel, wenn das wirklich die Lösung wäre.
Sagen wir mal einfach so, also ich konnte es auf jeden Fall für mich nicht für mein Leben lang quasi in meinen Alltag integrieren und das ist genau der entscheidende Punkt. Ja. Mir war ja immer schon bewusst, egal wie ich mein Gewicht erreichen möchte, ich muss es ja dann für immer machen. Und das war halt auch schon der Struggle, den ich mit jeder Diät, mit jeder Ernährungseinstellung oder wie auch immer man das nennen möchte, mir immer gedacht habe und dachte immer, das ist für mich jetzt keine Lösung, die ich für immer weitermachen will. Weil es waren ja immer Einschränkungen. Es war ja immer ein, das darf ich jetzt nicht. Und allein da schon die Vorstellung, okay, ich darf jetzt nie wieder irgendwas Süßes essen oder ich darf jetzt nie wieder. Und wenn du es dann isst, dann hast du so einen riesen Nachholbedarf. Ja. Da war ja dann am Ende auch immer die Krux bei jeder der Diäten, die ich gemacht habe. Demnach war für mich eben auch da wieder so ein Punkt, das war was ganz Neues. Nein, Emily, du darfst das essen. Wie, ich darf das essen? Wie kann das denn sein? Wie kann ich denn abnehmen, wenn ich jetzt auf einmal ein Eis essen gehe? Also ich darf doch nicht ein Eis essen und dann noch so ein fettiges vom Italiener. So. Mhm. Ja, und da war halt erstmal wirklich diese Hemmschwelle zu überschreiten, zu sagen, hey doch, ich erlaube mir das jetzt und ich genieße das jetzt auch richtig. Und ich muss auch wirklich sagen, dieses Verhältnis, was ich jetzt zu essen habe, das hatte ich seit Jahren nicht mehr. Dass ich dieses wirklich, ich nehme mir die Zeit. Und das heißt nicht mal unbedingt, dass ich mich jetzt wirklich hinsetze. Ich esse auch oft genug beim Seriengucken noch. Aber selbst dabei ist es so, dass ich wirklich mein Essen gezielt esse. Und ich suche mir genau die Sachen aus, die ich mag. Auf meinem Teller ist nicht mehr Blattsalat. Nee, seit ich weiß, ich muss nicht irgendwas essen, was ich nicht mag, ist halt Blattsalat einfach aus meiner Ernährung gestrichen. Dafür habe ich andere gesunde Sachen gefunden, zum Teil auch, durch unser Ernährungscoaching, die ich unheimlich gerne esse und wo ich denke, hey, okay, war mir gar nicht so bewusst, dass das auch eine super Alternative ist. Und und dass ich jetzt wirklich von mir behaupten kann, ich esse fast jeden Tag das, was ich wirklich essen möchte. Und nicht mehr irgendwie, das muss ich ja jetzt, und selbst wenn ich dann mal relativ, mageres Essen esse zum Abendessen oder kalorienarmes Gericht oder so. Aber selbst das habe ich mir dann ausgesucht und freue mich dann darauf und denke mir, oh ja, da freue ich mich jetzt drauf, das ist richtig lecker. Und selbst da habe ich mir dann richtig gute Rezepte rausgesucht und die auch schnell gehen, dass ich nicht so viel kochen muss. Ja. Das ist aber auch immer ein wichtiger Punkt. Aber und das ist etwas, was ich sehr, sehr lange nicht mehr hatte. Also ich hatte so ein verkorkstes, und man muss es wirklich so nennen, ich hatte so ein verkorkste Beziehung zu Lebensmitteln, zu Essen grundsätzlich. Es war nur noch ein Thema. Den ganzen Tag habe ich darüber nachgedacht, dass ich nicht essen darf und was ich essen darf, was ich aber gar nicht mag. Und das habe ich halt einfach komplett abgelegt. Und das gibt mir schon wahnsinnig viel neue Energie, die man in andere Dinge stecken kann. Korrekt. Ja, weil du weniger Kampf mit dir selbst. Du hast halt weniger Kampf mit dir selbst, weniger, ich darf das jetzt eigentlich gar nicht, ich soll doch eher das. Das macht halt viel aus. Wir treffen jetzt, das ist so unterm Strich das, was du gerade gesagt hast, du triffst bewusste Entscheidungen, was du willst, wann du das willst, und das bedeutet so viel Freiheit. Entscheidungen zu treffen, die bewusst, bedeutet sehr viel Freiheit. Das wird sehr, sehr unterschätzt. Jetzt, was glaube ich nochmal ganz speziell interessant ist, man könnte ja jetzt meinen, ja, du hast halt einfach nicht viel zu tun und dann hat das bei dir so gut geklappt, oder du kochst halt immer dann besonders alles frisch und immer vorbereitet und so. Wie ist das denn bei dir? Wie ist so dein Alltag und wie sind so da die Bedingungen gewesen? Das ist, glaube ich, auch ein sehr entscheidender Punkt, weswegen ich auch am Anfang immer dachte, das kann bei mir gar nicht klappen, weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich habe ein sehr stressiges Leben. Oder sagen wir mal so, viele meiner Leute in meiner Umgebung behaupten immer, ich habe ein sehr stressiges Leben. Ich mache mir den Stress auch ganz oft selber, muss man auch dazu sagen. Aber ich habe sogar während des Coachings meinen Job gewechselt. Bin von einer alten Firma in eine neue Firma, war also alles super Umstellung. Ich fahre viel zur Arbeit, also ich fahre über eine Stunde meistens hin und zurück, also 2 Stunden am Tag Auto. Habe also demnach eine 40-Stunden-Woche auf der Arbeit, habe währenddessen definitiv auch in meinem Privatleben immer sehr viel um die Ohren, unterstütze meinen Freund, der selbstständig ist, auch immer noch nebenbei, habe einen großen Freundeskreis. Gefühlt treffen wir uns jeden Abend mit Freunden und das ist alles sehr, sehr viel, was unter einen Pott gebracht werden muss. Und ich sage, grundsätzlich würde ich jetzt einfach mal von mir behaupten, hatte ich vorher, aber auch währenddessen und jetzt definitiv immer noch ein relativ stressiges Leben. Jetzt seit ein paar Monaten bauen wir auch noch ein Haus um. Das kommt auch noch obendrauf und trotzdem war das aber überhaupt kein Thema. Also
Ich muss sagen, gerade während des Coachings, was natürlich noch eine intensivere Zeit war, wo man sich auch doch noch deutlich mehr natürlich mit dem ganzen Thema beschäftigt hat, war trotz des neuen Jobs und so weiter das immer überhaupt kein Problem. Weil wir haben, Gott sei Dank, wie ich ja gerade schon mal so leicht angeteasert hatte, ich koche wahnsinnig ungerne. Also gerade wenn dann mein Freund gerade nicht da ist, der gerne kocht, dann muss es schnell gehen. Am besten innerhalb von 10 Minuten fertig sein und bloß nicht zu viele Zutaten zusammen. Und ja, ich hatte da relativ viel Vorstellungen, dass das Essen wirklich am besten jetzt fertig ist und ich es essen kann. Und wir haben da mal Lösungen gefunden. Wir haben da Rezepte gefunden, die für mich dann auch gepasst haben, die lecker waren. Und was für mich auch das Erstaunlichste war, was ich so im Laufe der Zeit gemerkt habe, ich habe es erstens sehr, sehr gerne alles gegessen. Also weil wir ja eben gezielt Lebensmittel auch gefunden haben, die ich gern esse und die gesund sind. Und ich habe damit auch all meine Freunde angesteckt und auch alle um mich herum, weil ganz viele wussten auch lange nicht, dass ich überhaupt in einem Coaching bin. Das hatte ich ganz bewusst eben nicht gesagt, weil ich auch nicht den Druck von außen haben wollte. Und trotzdem haben es aber alle unbewusst von außen mitbekommen, gedacht, boah, das ist eine gute Idee. Emily hat Blaubeeren auf den Tisch gestellt. Hey, das mache ich beim nächsten Mal auch, wenn die bei uns zu Besuch sind. Oder eben so Paprika mit hier so Magerquark oder hier diesem Kräuterquark oder so. Das habe ich dann immer so nebenbei noch auf den Tisch gestellt, habe mich dann davon auch ganz oft eben erstmal schon mal satt gegessen, damit die Snacks, die dann später auf den Tisch kommen, dass davon einfach weniger gegessen wird. Dass ich das dann genieße, was definitiv immer der Fall war. Ich habe nie auf etwas verzichtet, aber ich habe halt gezielt geguckt, hey, ich gehe zu solchen Verabredungen im Idealfall so, dass ich mich erstmal schon mal ein bisschen satter esse, dass ich nicht super hungrig bin oder dann eben da noch nach Möglichkeit eine gesunde Alternative, die ich echt gerne esse, da ist. Und ich sage ja, da war eben das Schöne, dass man irgendwann gemerkt hat, hey, es machen alle mit, so ohne dass ich irgendwie danach gefragt habe. Da standen dann auf einmal Obst und Gemüse auf dem Tisch und alle dann, ja, das war voll die gute Idee das letzte Mal, deswegen haben wir das jetzt auch gemacht. Und das war echt schön zu merken, weil unter anderem habe ich auch festgestellt, dass auch meine nächsten Leute um mich herum dadurch auch einen positiven Wandel in ihrem Leben hatten. Also natürlich nicht unbedingt dieselben Erfolge wie ich, weil sie ja trotzdem die Zeit, die sie nicht mit mir verbracht haben, sich nicht so darauf konzentriert haben. Aber gerade mein Partner hat definitiv in der Zeit auch abgenommen, ganz unbewusst, weil er halt einfach die Sachen mit mir mitgegessen hat, aber auch immer, also ich hungere halt auch nie. Also bin immer satt. Ja. Das ist auch ein sehr schönes Gefühl und ich auch die letzten 10 Jahre wenig hatte, muss ich sagen. Ja. Spielt übrigens auch sehr viel in die Stimmung rein. Also ich glaube, schon allein deswegen war meine Stimmung die letzten Jahre oftmals nicht so gut, weil hungrig, ich weiß nicht, ich bin ganz schlimm, ich bin so richtig hangry. Also. Ja, das kenne ich selber nur zu gut. Und da muss man mir am besten irgendwas in den Raum werfen, was Essbares, und dann bin ich auch wieder nett. Ja, richtig. Deswegen, also Hunger und ich Sache, das habe ich mir natürlich sehr, sehr oft auch selbst auferlegt, hungrig zu sein, aber das ist halt, du hast, glaube ich, sehr viele Punkte jetzt auch beschrieben, was man sagen muss, was ja Glaubenssätze sind. Man muss hungern, gewisse Sachen darf man nicht essen oder in gewissen Mengen oder in einer gewissen Häufigkeit nicht essen. Man muss Sport machen, man muss Zeit haben, man muss selber kochen. All diese Sachen, das sind Glaubenssätze. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Und du beweist es halt wirklich, dein Alltag zeigt es. Also du hast einen sehr vollen Alltag, das kann ich bestätigen. Ich habe das ja alles mit dir durchgemacht. Wie oft du Einladungen hattest, Timo, nächste Woche ist wieder das und das und dann ist noch das und das und das. Da war wirklich jeden Tag gefühlt eine Einladung. Ja. Und du hast ja auch häufig... Es ist seltener, einen Abend zu finden, wo ich nichts vorhabe, als einen Abend, an dem ich was vorhabe. Also das muss man wirklich sagen, ja. Ja, und ich erinnere mich noch, das hast du nicht einmal gesagt, Timo, ich habe teilweise das Gefühl, ich mache hier gar nichts. Aber irgendwie geht's trotzdem. Es funktioniert ja trotzdem. Warum? So. Ja, das ist halt, was viele nicht sehen, es sind einzelne kleine Gewohnheiten, die auch dadurch kommen, dass ich ein Umdenken habe, dass ich gewisse Dinge dann doch nicht forcieren muss und das entspannter angehen kann. Und dadurch ergibt sich das. Man muss dann natürlich immer die Situation gucken, wie jetzt, wir haben auch mit in der Kantine, gibt es ja bei dir häufiger jetzt auch Essen. Da kann man dann auch gucken, nach den Optionen bewusste Entscheidungen zu treffen, für sich die richtigen in dem jeweiligen Moment. Das macht so viel aus. Und deswegen ist es so super, eigentlich in jeden Alltag integrierbar, was du auch bestens beweist.
Zumal man ja wirklich sagen muss, das war, glaube ich, somit das Überraschendste ganz am Anfang war. Ich hatte halt so meinen kalten Kaffee, den ich morgens auf dem Weg zur Arbeit getrunken habe. Das war sowas, was sich über die Jahre eingeschlichen hat, zumindest wenn nicht gerade eine Diät ist, dass ich das halt wahnsinnig gerne trinke. Und ich weiß noch, in unserem ersten Gespräch habe ich gesagt, ja, mir ist schon klar, das ist eigentlich das Erste, was wegfallen muss. Das sind unnötige Kalorien und die nehme ich morgen zu mir. Ich trinke sie auch noch und ich weiß, das ist so, ne? Und da waren so viele Sachen, die ich schon alleine in diesen ganzen Sätzen dann gesagt habe, wo man so dachte, stopp, so, nein, du hast direkt gesagt, trink doch deinen Kaffee. Wenn er dir so wichtig ist, dann hat er doch so eine emotionale Wichtigkeit für dich, dann fassen wir den gar nicht an. Dann gucken wir uns alle anderen Sachen an. Und wir finden mit Sicherheit eine Mahlzeit, wo es dir nicht so wichtig ist, wenn wir irgendwas ersetzen oder austauschen. Und wir haben ja sogar dann noch eine Alternative für meinen kalten Kaffee gefunden, in der Hinsicht, dass wir ein bisschen proteinreicher gestaltet haben. Aber das war für mich schon so der erste Step, wo ich dachte, hey, echt? Ich darf meinen Kaffee weiter trinken? Wie kann das denn sein? Dann kann das ja gar nicht funktionieren mit dem Abnehmen. Und das war halt alles so eine Annahme, die ich am Anfang hatte, die sich halt einfach überhaupt nicht bewahrheitet hat. So. Ja. Ja, das ist super simpel, wie mit dem Kaffee da im Supermarkt dann einfach ein Regal weiter zu greifen und den zu nehmen. Der schmeckt genauso in deinem Fall. Also rein wegen dem Protein haben wir es jetzt nicht gemacht, wegen der Sättigung und so. Das ist ja auch häufig das, was viele denken. Nee, weil es uns insgesamt einfach wenig Protein auch ist. Und das war eine super einfache Möglichkeit, um diesen Genuss und Protein unter einen Hut zu bekommen. Und da gibt es ganz viele individuelle Möglichkeiten, die dann einem das Leben erleichtern, ohne Verzicht. Und dann ist es halt, das kannst du jetzt vielleicht da nochmal bestätigen, einfacher, das auch durchzuhalten, egal in welcher Situation. Definitiv. Also ich sage ja, ich würde bis heute behaupten, ich habe also gefühlt nichts an meinem Leben verändert, außer dass ich jetzt viel mehr Leichtigkeit habe und viel glücklicher bin in meinem Leben. Ansonsten, ja, ich habe Produkte ausgetauscht, keine Frage. Wir haben uns mein Essen angeschaut, haben geschaut, welche Produkte man ersetzen kann. Und es waren in den meisten Fällen Sachen, die auch mein Freund, der super skeptisch ist, der immer im, oh, und muss ich jetzt da ein Leitprodukt und ist das hier nötig? Aber die Produkte, die wir inzwischen in meinen Alltag integriert haben, die merkt er gar nicht. Also da sagt er schon vollkommen automatisch, ja klar können wir das machen und hier und da. Ich sag mal, das Thema Öl war ein langes Thema, muss ich wirklich sagen. Also mit meinem Freund da auszufechten, dass wir ein bisschen weniger Öl nehmen zum Kochen. Das war noch so das schwierigste Thema, aber selbst da, da sind wir inzwischen bei diesem Spray angekommen und da, das nutzt er jetzt auch und das ist auch gar kein Thema. Und inzwischen musste er mir auch dazu gestehen, dass man es geschmacklich nicht merkt, ob man jetzt 3 Esslöffel Öl nimmt oder eben ein bisschen in die Pfanne sprayt. Am Ende macht es dann doch nicht den großen Unterschied. Und ich sage ja auch, bei den vielen anderen Produkten, die wir ausgetauscht haben oder die wir dann einfach auch mal bewusst uns angeschaut haben, das hat für mich keinen großen Wandel gemacht. Also zumal ja immer noch der Punkt ist, in dem Moment, also in meinem Wohlfühlen keinen großen Wandel. In meiner Abnahme definitiv. Aber man muss ja wirklich dazu sagen, wenn ich Lust habe, mal eine richtige Aioli zu essen, dann esse ich ja eine richtige Aioli zum Beispiel. Also nur, man macht es halt nicht mehr so ganz unbewusst. Also früher, bin ich ehrlich, war es halt ganz oft dann unbewusst, dass ich dann, oder dass dieses Typische kam, ach heute, ist jetzt eh alles egal, ich habe ja eh schon Muffin gegessen, jetzt kann ich heute Abend auch noch eine Pizza essen. Dieses Scheiß-Egal-Einstellung, dieses Enttäuschtsein über eigenes Versagen, das habe ich halt jetzt gar nicht mehr. Weil ich genieße ja jetzt alles. Wenn ich jetzt einen Keks esse, den ich eigentlich früher gesagt hätte, nicht hätte essen dürfen, da sage ich mir ja jetzt, oh, ich habe mich heute richtig belohnt, es war richtig lecker, es war richtig toll. Und dann bin ich ja immer noch glücklich. Und dann mache ich einfach so weiter mit meinem Alltag und dann war es ein Keks und der hat wahrscheinlich gar nichts bewirkt. Wahrscheinlich habe ich sogar trotzdem abgenommen. Aber man hat eben diesen ganzen negativen Batzen, den man sonst immer mit sich rumgeschleppt hat, auch immer auf den Schultern getragen hat, den hat man halt einfach nicht mehr. Geht dadurch mit einer viel größeren Leichtigkeit einfach durchs Leben. Ja, definitiv. Und das ist einfach nur auch, das muss man abzulegen, wie wir es eben schon gesagt haben. Ja. Sind kleinste Veränderungen, die wirklich einfach zu integrieren sind, kontinuierlich angewendet, auch eben weil sie einfach sind, die machen den Unterschied, müssen nichts Extremes machen. Jetzt vielleicht eine allgemeine Frage zum Prozess. Wie hat dir denn der Aufbau von dem, was wir gemacht haben, gefallen? Oder was hat dir da besonders gefallen an dem, wie wir da rangegangen sind?
Also ich muss sagen, es haben ja auch deine Klienten unterschiedliche Herangehensweisen, soweit ich das zumindest mitbekomme. Wir haben ja bei mir erstmal, ich glaube, 3 Monate ungefähr oder 2 Monate erstmal nur ein 1-zu-1-Coaching gehabt. Und das muss ich sagen, hat mir auch unheimlich geholfen, weil wir da wirklich geguckt haben auf meine spezifische Lage, was wir verändern können, was wir anpassen können. Und ich bin dann, ich weiß nicht mehr genau an welchem Zeitpunkt, aber so ungefähr nach 2, 3, 4 Monaten bin ich dann eben zu diesem Gruppencoaching gekommen, wo ich sagen muss für mich, wobei ich auch da mir mit Sicherheit vorstellen kann, dass es Leute gibt, die das vielleicht anders sehen, aber für mich war das ein Riesenschritt auch nochmal nach vorne, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin gar nicht so alleine. Also will nicht sagen, ich hatte immer das Gefühl, dass du größtes Verständnis für alles hast, was ich dir erzählt habe und ich habe mich so oft bei dir ausgeweint, aber trotzdem war es dann auf einmal so, man saß mit Leuten in einer Gruppe und auch nur in einer kleinen Gruppe, die halt alle dasselbe erlebt haben oder das Gleiche, aber in unterschiedlichen Arten und Weisen. Der eine hat dann gerade einen Tiefpunkt und man hat sich gegenseitig ausgetauscht, was für mich einen riesen Ausschlag gegeben hat. Weil da gab es dann eben auch eine Person in dem Gruppencoaching, die mich total inspiriert hat. Die war schon ein paar Schritte vor mir, würde ich mal sagen. Die hatte es nämlich schon geschafft, mit einer Leichtigkeit irgendwie abzunehmen und ihr Alltag zu leben. Und ich dachte immer, wow, wie kann das sein, dass sie da mit so einer Leichtigkeit und so viele Kilos schon abgenommen hat. Und das war für mich dann wirklich auch immer so inspirierend. Gerade auch nach diesen Treffen war das halt auch ganz oft so, dass ich danach dann dachte, wow, die schaffen das alle und die glauben an mich, dann schaffe ich das alles auch. Und ganz oft waren es auch Denkanstöße, dass Leute einfach was gefragt haben. Man hat selber dann nochmal reflektiert und gedacht, ja stimmt, wie gehe ich eigentlich damit um? Was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel bei Freunden eingeladen bin? Das sind ja so typische Themen, die wir dann da besprechen. So, oh Gott, ich bin jetzt am Wochenende zum Grillen eingeladen. Was mache ich jetzt da? Oder ich war in Urlaub. Oh mein Gott, ich habe so viel Angst, dass ich da zunehme. Das waren so typische Themen, sage ich jetzt mal, wo man dann aber selber auch nochmal drüber nachgedacht hat und gesagt hat, was für Tipps kann man den Leuten denn jetzt mitgeben? Oder zum Teil auch da saß und dachte, stimmt, das würde ich auch gerne wissen. Und sich dann angehört hat, was die anderen dazu gesagt haben. Und gerade dadurch, dass wir auf so unterschiedlichen Niveaus, sage ich jetzt mal, waren oder Fortschritt in deinem Coaching, konnten wir uns da immer gegenseitig so unterstützen. Und das war für mich unheimlich wertvoll, weil ich einfach wusste, hey, da habe ich Leute, die fangen mich sonst auch noch auf, zusätzlich zu dir. Weil ich muss sagen, ich hatte halt oft genug auch immer so diese Hemmschwelle, dachte immer, ach, wegen so einer Kleinigkeit kann ich den Timo ja nicht anschreiben, was definitiv nicht stimmt. Ich weiß, dass man dich immer anschreiben kann. Und wenn du nicht antworten willst, dass du dann auch nicht antworten würdest und am Ende antwortest du doch immer. Aber ja, für jeden, der diese Hemmschwelle hat, war das dann eben noch so eine zusätzliche Unterstützung, dass man einfach wusste, hey, das sind Gleichgesinnte, die wissen vielleicht auch schon, was ich machen kann. Dann brauche ich da gar nicht den Timo nachfragen. Ja, schön. Freut mich, dass dir da jeder Punkt oder jedes Angebot da dringend gefallen hat. Deswegen habe ich auch da diese Kleingruppen von maximal 8 Teilnehmern dann jeweils ins Leben gerufen, weil wir uns da super gut in einem kleinen Raum, in einem kleinen geschützten Raum mit anderen austauschen können, die halt ähnliches durchhaben an verschiedensten Punkten sind. Da inspiriert man sich immer gegenseitig. Uns kommen Themen auf, wie du es schon gesagt hast, wo wir voneinander lernen können. Und das bringt dann auch nochmal eine Dynamik mit sich, die dann, wie bei dir jetzt, den Prozess dann fördert. Und das macht es dann aus. Und insgesamt, ja, sehen wir, wozu das geführt hat. Zu einem tollen Ergebnis und zu einer ganz anderen Emily. Ich habe gestern im Gruppenmeeting gesagt, hätten wir mal vorher ein Video aufgenommen, wie du da drauf warst, wie du gedacht hast und wie du dein Leben wahrgenommen hast und dein Essen. Das wäre sehr, sehr spannend gewesen. Aber viele, vielleicht die das hören oder sehen, werden sich, glaube ich, gut hineinversetzen können, wie du dich vorher gefühlt hast und wie die Situation vorher war. Ist auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, ich erinnere mich da ja auch noch dran, auch wenn es inzwischen verblasst, aber trotzdem weiß ich definitiv, wie traurig und wie, ja, was das für mich einfach für ein riesengroßes Thema war und dass ich halt auch immer gedacht habe, abnehmen schaffe ich gar nicht, Gewicht halten schaffe ich ja nicht mal. Es geht wirklich immer nur noch weiter nach oben. Und diese Verzweiflung, doch, die hatte ich definitiv, als ich dich angerufen habe. Und da war wirklich für mich einfach der Punkt, dass ich auch nicht wollte, dass das Ganze noch schlimmer wird. Und ja, und jetzt zum Beispiel muss ich sagen, jetzt habe ich seit ein paar Monaten, das hatte ich ja eben schon gesagt, baue ich auch noch ein Haus um. Das heißt, ich habe jetzt immer noch einen Job, immer noch viele Freunde, ich baue noch ein Haus um und ich habe immer viel um die Ohren.
Und da war für mich sogar der Punkt, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das überhaupt mal habe, dass ich für mich mich mit mir beschäftige und dann sage, hey, im Moment ist vielleicht nicht auf der ersten Prio das Abnehmen. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass es läuft, dass ich mich wohlfühle und dass ich natürlich mein Gewicht mindestens halte und im Idealfall was abnehme. Aber trotzdem sind jetzt andere Sachen im Moment für mich einfach ein bisschen höher priorisiert. Und trotzdem habe ich jetzt vor ein paar Tagen mein Tiefstgewicht wieder erreicht. Und das vollkommen, obwohl ich mich nicht mal darauf konzentriert habe. Obwohl ich jetzt behaupten würde, Gewicht halten, das weiß ich, wie es funktioniert. Und ich weiß auch, wie ich wieder Gewicht abnehmen würde. Da müsste ich mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Was nicht heißt, dass es super anstrengend ist, sondern es ist halt einfach, man ist jetzt viel auf der Baustelle, man hat nicht die Lebensmittel da, die man vielleicht gerne da hätte, man bestellt vielleicht doch das ein oder andere öfter, wobei auch das tue ich immer noch in meinem Alltag. Aber es ist halt trotzdem das Ganze ein bisschen unbedachter und aber wie man sieht, es klappt trotzdem. Nicht, dass ich das erwartet hätte, aber will einfach sagen, wenn ich jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr Mühe geben würde, dann wüsste ich, dann geht das Gewicht auch nach unten. Und das ist einfach schon so ein schönes Gefühl zu wissen, hey, ich weiß jetzt, wie ich weitermachen kann, aber im Moment setze ich es halt einfach nicht auf so eine hohe Priorität und versuche erstmal, dass die ganzen anderen Sachen in meinem Leben klappen. Mhm. Und wenn es währenddessen in langsamen Schritten geht, reicht mir das momentan vollkommen aus. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und was wir hier rauslesen können, du hast halt, auch wenn du das bisher selber noch nicht halt so auch festgemacht hast, du hast Gewohnheiten, das ist in Fleisch und Blut übergegangen, die setzt du auch in der stressigsten Situation je um. Also du hast ja, ich glaube, auch in einem Meeting mal gesagt, dass das jetzt so stressig ist, wie es noch nie in deinem Leben war und du nimmst nicht zu. Das ist ja für viele, die jetzt wahrscheinlich zuhören, auch so, in den stressigen Zeiten, da esse ich immer besonders viel oder bestelle besonders viel, snacke viel und dadurch nehme ich zu und du tust es nicht, obwohl du da nicht drauf achtest. Das ist so riesig und dementsprechend können wir auch daraus schon ableiten, wie du es ja auch gesagt hast. Wie einfach ist dann das Halten erst? Das muss man sowieso sagen. Es gibt ja auch Leute, die, aber wahrscheinlich sind das nicht unbedingt deine Klienten oder die Leute, die zuhören, aber es gibt ja auch Leute, die, wenn sie Stress haben, nichts essen. Dann war ich definitiv natürlich nicht der Fall. Also immer, wenn ich super gestresst war, habe ich alles gegessen und habe überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Und es war, also gerade stressige Phasen waren für mich immer der reinste Horror, weil ich einfach mal wusste, ja super, danach habe ich wieder 2-3 Kilo mehr drauf. Mhm. Einfach, weil ich in dem Moment halt der typische Stressesser war. Also und dann auch nicht aufhören konnte oder wollte oder wie auch immer. Das ist natürlich auch alles eine absolute mentale Sache. Darüber haben wir auch oft genug geredet, dass ich ja auch zu dir oft genug gesagt habe, manchmal frage ich mich immer, klar, haben wir über meine Ernährung geredet, aber am Ende haben wir auch irgendwo schon fast eine Psychotherapie so ein bisschen gemacht. Wir haben an meinem Mindset gearbeitet, wir haben an meiner Einstellung gearbeitet zu mir und zu meiner Ernährung. Und das war halt für mich auch wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Also gar nicht mal eben nur, wie du es am Anfang gesagt hast, so diese Fakten über die Ernährung, klar, die hat man schon so oft gehört in sämtlichen Programmen. Aber es war halt wirklich am Ende dieses Auseinandersetzen, das ist auch alles super viel Kopfsache. Und da muss man halt einfach anfangen, so ein paar Sachen umzuprogrammieren, würde ich mal sagen. Und das merkt man eben auch gar nicht von heute auf morgen, sondern mehr nach einer längeren Zeit. Und Geduld ist eben auch ein ganz entscheidender Punkt. Den hatte ich auch am Anfang nicht unbedingt. Aber da habe ich auch inzwischen eine Leichtigkeit. Ja, was du da beschrieben hast, ist bei ganz vielen der Fall. Es ist, also eine Psychotherapie ist vielleicht, aber es zeigt halt schon, worum es geht, dass es viel halt auch Kopfsache ist, beziehungsweise einfach nur, wie wir über die Dinge denken, beeinflusst halt sehr stark, wie sich das Ganze anfühlt und wie gut wir umsetzen können. Und da spielt das Verhalten dann auch wieder eine Rolle. Das Denken beeinflusst das Verhalten und umgekehrt. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und je nachdem, was ich halt da erkenne und was ich sehe bei dir, gehen wir das dann auch entsprechend an. Und so sehen wir, hat das genauso gefruchtet. Und da einfach die Unterstützung zu bekommen, hat für dich den Unterschied gemacht. Ja, und dieses Durchhalten. Dieses, hey, auch wenn man gerade das Gefühl hat, es klappt nicht, was meistens ja gar nicht der Fall war. Also wie oft ich dir gesagt habe, oh, ich glaube, da gerade passiert da gar nichts und ich halte mein Gewicht und bla bla bla. Und dann haben wir uns doch meine Daten angeguckt, die ich mir ja gar nicht immer so
regelmäßig angeschaut habe. Ich habe sie gepflegt, aber ich habe sie mir nicht angeschaut. Und dann war ganz oft so, Emily, du hast doch von der Vorwoche zu dieser Woche was abgenommen. Also warum erzählst du, du hältst dein Gewicht? Und dann, ja, das sind ja nur 100 Gramm. Was heißt denn nur 100 Gramm? Es ist 100 Gramm weniger und genau das ist unser Ziel. Und selbst wenn man eben mal von Woche zu Woche das Gewicht hält, auch das ist ja schon ein Erfolg zum Vergleich zu vorher. Und dann geht es meistens danach die Woche auch wieder weiter runter. Also man muss halt einfach wirklich dranbleiben und sich nicht, ja, nicht abbringen lassen davon. Einfach geduldig sein, weil am Ende, und das hast du auch so oft zu mir gesagt, Emily, schränkst du dich gerade wirklich ein? Geht's dir gerade? Also hast du in irgendeiner Hinsicht das Gefühl, dass es für dich schwer ist? Und dann habe ich ganz oft gesagt, nee, eigentlich habe ich ja das Gefühl, ich mache gar nichts. Wo du dann auch immer gesagt hast, ja, dann mach doch weiter, wenn du doch eh nichts machst. So, was hast du da zu verlieren? Und das stimmt halt vollkommen. Man muss halt einfach dranbleiben an dieser, ja, Methodik. Und ich sag mal, dann hat man halt zwischendurch mal einen Tag und die habe ich heutzutage definitiv. Mal Tage, wo ich denke, ja, ne, hab ein bisschen zu viel gegessen oder getrunken. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so ein toller Tag, aber ich stress mich da gar nicht mehr, weil ich ja weiß, hey, ich habe den Tag aber richtig genossen, es war ein richtig toller Tag. Und ich habe alles gegessen und getrunken, was ich wollte. Und am nächsten Tag bin ich umso motivierter zu sagen, hey, das war gestern so ein toller Tag, da kann ich heute auch vielleicht auch mal auf was verzichten. So, aber ohne, dass es mich stört, sondern dass ich das freiwillig mache, dass ich dann denke, ach komm, heute brauche ich jetzt gar nicht so eine riesen Mahlzeit zum Abend. Meistens ist man dann auch zum Frühstück noch satt und denkt sich dann, ja, dann reicht zum Frühstück vielleicht auch einfach die Hälfte von sonst. Aber nicht, weil ich eben denke, oh, ich muss jetzt heute weniger essen, sondern weil ich es eben dann will und denke, boah, ich habe gestern so einen tollen Tag gehabt. Das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Das ist halt auch schon so ein riesen entscheidender Punkt. Ja, super wichtig und super gute Punkte, was viele halt nicht sehen. Man braucht diese Balance. Also, und dadurch, dass du dir mehr erlaubst und dir da mehr Freiraum gibst, ist es halt viel einfacher, halt auch diese Balance zu finden. Ja, einfach nur Wahnsinn, deine Entwicklung, kann man durch die Bank sagen. Und ich glaube, jeder, der das jetzt hört oder gesehen hat, das Video, wird das bestätigen können. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, du hast ja auch, sagst es jetzt von dir aus, aber du kennst es ja auch schon von deiner Freundin in dem Fall. Du hast gesagt, da sind Jahre vergangen, bis ihr da deswegen nochmal in Kontakt gekommen seid und du siehst, dass es funktioniert hat. Hast du diese Zuversicht bei dir auch, dass das, was du jetzt so machst, diese Leichtigkeit der Herangehensweise. Denkst du, dass das gut auch die nächsten Jahre für dich weiter funktioniert? Oder sagst du, nee, das ist jetzt so ein typisches Diätprogramm, das habe ich jetzt mal gemacht und danach ist alles wieder wie vorher? Nee, das ist genau der entscheidende Punkt, was ich gerade so zumindest zwischen den Zeilen sagen wollte. Ich habe ja gar nicht gemerkt, dass ich so wirklich was verändert habe. Demnach habe ich auch überhaupt kein Problem. Oder ich muss sogar sagen, es beruhigt mich fast zu wissen, hey, das mache ich ja jetzt einfach weiter und dann wird das Ganze auch funktionieren. Und das sehe ich auch an meiner Freundin. Die lebt jetzt, also ich sage, ich weiß gar nicht genau, wann sie bei dir im Coaching war. Ich glaube, vor 3 Jahren ungefähr. Und seitdem hält die sich einfach, also hält die sich an, es gibt ja keine Regeln, aber sie macht einfach so weiter wie das, was sie aus deinem Coaching mitgenommen hat und es geht immer weiter nach unten. Und ja klar, man hat zwischendurch mal Bereiche, wo dann vielleicht gerade mal nichts passiert, aber selbst da sagt sie auch selber von sich, dort weiß ich ja, woran es liegt. Also ich weiß ja dann, dass ich gerade mal eine Woche vielleicht, also gerade so über Weihnachten hatte, das ist nämlich letztes Jahr, das war ganz witzig, als ich mit ihr geredet hatte, war das nämlich gerade nach Weihnachten, dann sagt sie immer, ich war auf der Waage heute, da sind 2 Kilo mehr drauf, aber ich weiß eh, die sind nach ein paar Tagen wieder weg, weil erstens sind super viel Wassereinlagerungen, so viel habe ich auch gar nicht gegessen, ich habe aber sehr viel Salz zu mir genommen, bla bla bla, und sie erklärte mir das alles so und das war mit einer Leichtigkeit und ich dachte mir in dem Moment, als sie mir das gesagt hat, wow, das hatte ich noch nie. Wenn ich auf eine Waage steige und ich sehe, da sind deutlich mehr Kilos drauf, dann kippe ich hinten rüber und esse erstmal einen Schokoriegel. Dann bin ich erstmal frustriert und weiß nicht mehr weiter und denke mir, oh Gott, ich schaffe das alles nicht mehr. Aber sie hat das mit so einer Leichtigkeit hingenommen und es war natürlich auch so. Ein paar Wochen später sagte sie mir schon wieder, oh, ich habe mein neues Zielgewicht und ich dachte mir, wie kann das sein? So, sie hat mir gerade erst erzählt, sie hat die Weihnachtszeit total genossen und dann dachte ich mir immer, das kann ja gar nicht sein. Aber das ist es eben genau. Man muss halt immer mit dem Leben gehen und eben manchmal auch einfach für sich sagen, hey, ich habe die Tage jetzt richtig genossen, das war richtig schön.
und ich gehe danach wieder meinen Alltag über, weil der Alltag ist ja schön. Man hat sich ja Lebensmittel rausgesucht, die man super gerne isst. Und auch Mahlzeiten, also ich sage ja, das habe ich ja zu Beginn des Gesprächs schon gesagt. Ich bin inzwischen so, dass ich, da muss ich eigentlich meinen Freund ein bisschen zitieren, ich habe früher ganz, ganz selten, konnte man bei mir beobachten, dass ich so einen kleinen Tanz aufgeführt habe, wenn ich gegessen habe, wenn ich was richtig Leckeres gegessen habe, mich darüber gefreut habe. Und das ist das Traurige. Man hat das früher super, super selten gesehen. Es war wirklich so einmal im Jahr hat man das dann mal gesehen, dass ich so wirklich, und das mache ich eigentlich unbewusst. Und jetzt inzwischen kam er letztens vor ein paar Wochen zu mir und sagte, du Emily, es ist total schön zu sehen. Seit du mit Timo zusammengearbeitet hast, feierst du super auf dein Essen. Also ich sitze ganz oft da und ich sage, ich nehme das nicht bewusst wahr, aber und freue mich einfach über das, was auf meinem Teller liegt, weil das alles ist, was ich mag und gerne esse. Und umso trauriger, wenn man dann zurückdenkt, wie viele Jahre ich einfach nur unglücklich war mit meinem Essen, weil ich immer nur das gegessen habe, was ich dachte, was sinnvoll ist, dann zu essen. Und ja, jetzt eben mir genau das nehme, was ich gerne esse und dann aber auch genau weiß, hey, so ist es dann ausgewogen oder ja genau, jetzt habe ich darauf Lust, dann morgen habe ich eben auf was anderes Lust und so, dass das halt alles irgendwo in der Balance ist. Ja, die Balance ist wichtig und für dich individuell, was du ja gerade gesagt hast, die Klarheit zu wissen, was mache ich wann, in welchem Kontext entscheide ich mich wie. Das sind so die Fragen, die man für sich beantworten muss. Und wenn man das dann durch hat, dann weiß man wirklich, wie es geht. Vorher denkt man immer so, man weiß, wie es geht, weil man das kennt, was Diäten und die ganze Industrie dahinter einem suggeriert. Du musst halt Kalorien zählen, du musst halt in einem Kaloriendefizit sein, musst dich mehr bewegen, weniger essen. Nee, das, also klar, das ist das Grundprinzip, was dahinter steht, was klar funktioniert, aber da ist ja mehr. Und du musst für dich individuell rausfinden, was sind so die Schritte, die ich gehen muss, was sind so die Hebel im Alltag, die ich umlegen muss. Und dann kann das mit mehr Leichtigkeit denn je funktionieren, wenn man sich denn darauf einlässt. Genau so. Schön. Also da unterm Strich warst du happy mit der Zusammenarbeit und wenn ja, würdest du das Ganze weiterempfehlen und wem genau würdest du das empfehlen? Ich würde es jedem empfehlen. Also ja, definitiv. Man muss ja auch da sagen, ich war super, super skeptisch. Das müsstest du eigentlich viel mehr sagen. Ja. Ich war sehr am Hadern, ob ich das Ganze mache, weil ich auch davon ausgegangen bin, bei mir wird es nicht funktionieren. Und das kann, also ich habe ja schon so viel ausprobiert. Und warum sollte das jetzt auf einmal funktionieren? Hab mir zwar dann auch immer gesagt, naja, bei meiner Freundin hat es ja geklappt. Vielleicht kann es ja auch bei mir klappen, aber es war trotzdem so. Ich war super, super, super skeptisch. Und habe immer gedacht, oh Gott, mache ich das wirklich? Und dann habe ich auch gesagt, ich sag's gar keinem, weil wenn das nicht klappt, wovon ich ja ausgegangen bin, dann weiß es wenigstens keiner, dass ich das ganze Coaching gemacht habe, weil viel schlimmer ja noch, wenn mich dann Leute fragen, und wie läuft's? Und du musst dann sagen, ja, nee, läuft nicht. Wie immer, wie jedes Programm, was ich vorher schon gemacht habe, es hat nicht funktioniert. Und so bin ich ja in die ganze Sache reingegangen. Und jetzt muss ich halt einfach sagen, nach der Zeit, die wir zusammengearbeitet haben, es war für mich definitiv die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Also ich habe seit Jahren nicht mehr so eine Leichtigkeit insgesamt in meinem Leben. Also nicht mal witzigerweise nur, was die Ernährung angeht, sondern selbst eben diesen stressigen Moment, den ich momentan habe, den hätte ich ohne dein Coaching viel weniger gut managen können, weil ich eben noch so viel Gepäck bei mir hatte, was mich halt so belastet hat und so beschäftigt hat, dass mich das Ganze noch viel mehr gestresst hätte. Und jetzt würde ich fast sagen, bin ich auch da deutlich entspannter. Und um zu der Frage zurückzukommen, wem würde ich es empfehlen? Jedem, der sich in meinen Gesagten wiederfindet, definitiv. Weil ich sag mal, das hast du mir gesagt und auch meine Freundin hat mir das gesagt, wir investieren so oft, so dein Auto geht kaputt und dann gehst du zur Werkstatt, weil du brauchst dein Auto und die sagen dir dann, ja, das kostet 3.000 Euro und dann denkst du dir, ja, okay, zahle ich. So, ne? Der ein oder andere denkt dann, wie ich zum Beispiel auch, oh Gott, habe ich das Geld, kratze ich zusammen irgendwie und dann bezahle ich es trotzdem, weil ich bin angewiesen auf mein Auto oder auch mein Hund, gutes Beispiel, wenn mein Hund krank ist, hör mal, ich gehe zum Tierarzt, ich bezahle alles, das ist mir scheißegal, was der machen möchte. Und wenn es dann halt zu dem Punkt kommt, an sich selbst zu denken oder an sich selbst zu arbeiten oder sein Leben selber eben mal in den Vordergrund zu setzen, da ist es halt ganz oft so, dass man sagt, nee, das kann ich ja nicht machen. Und das ist ja jetzt ein bisschen viel und das
Und das ist eigentlich so traurig, weil ich muss sagen, ich habe so einen Prozess durchgemacht. Und wenn ich da eben nicht in mich investiert hätte, dann hätte ich das ja nie erreicht. Und dann wäre ich ja jetzt immer noch an diesem Punkt, zu dem ich definitiv auch nicht mehr zurück möchte, wo ich eben so deprimiert war. Und man kann eben dann auf einmal viel mehr schaffen, wenn man auch mal an sich gearbeitet hat. Und gerade deswegen kann ich es wirklich nur empfehlen, zu sagen, hey, ich gehe den Schritt, ich gucke, dass ich mich wirklich mit dem Thema auseinandersetze, dass es eben mehr Leichtigkeit ist und dass man eben viel glücklicher im Leben wird. Und das muss ich zumindest für mich sagen. Und ich glaube auch die, mit denen ich im Gruppencoaching war, die können das genauso bestätigen. Ja. Da gibt's auch so viel mehr Leichtigkeit und Freude im Leben und eben ganz davon abgesehen, dass man langsam seinem Ziel immer näher kommt und das ja genau das ist, was man auch schon mit sich Programmen ausprobiert hat, die ja auch was gekostet haben, muss man ja auch mal dazu sagen. Und vor allem dann jetzt langfristig, also das ist wirklich, wie du sagst, es ist eine Entscheidung, die das Leben verändern kann, ist eine Investition in einen selbst, in die persönliche Weiterentwicklung, es ist, wovon man sein Leben lang zehren kann, letztendlich. Definitiv. Und deswegen, also empfehlen allen. Also natürlich würde ich jetzt sofort sagen, meinen besten Freunden, alle, die eben das Problem haben, weil man muss ja auch einfach mal dazu sagen, ich kenne auch genug Leute, die essen schon alles, was sie wollen und sind trotzdem schlank. Diese Menschen gibt's ja immer. Ja. Und es frustriert einen auch gerade eben, wenn man selber nicht so ist und selber gefühlt nur etwas angucken muss und schon zunimmt. Aber ich sag mal, jeder, der eben sich wiederfindet, einfach in diesem, man weiß nicht mehr weiter, man hat schon oft genug alles gemacht und man ist es auch leid und man will keinen Ernährungsplan und man will nicht tracken und man will eigentlich einfach nur erreichen, sein Leben so weiterzuführen, wie man es tut, mit wirklich nur kleinen Veränderungen, die einem aber nicht mal so wirklich auffallen und trotzdem eben sein Ziel zu erreichen. Super. Vielen, vielen Dank für diese Empfehlung an alle, die jetzt eben in dem Diätkreislauf gefangen sind und da nicht rauskommen und auch nicht wissen, wie könnte das aussehen. Einfach mal bei mir melden, lass uns da austauschen und dann findet man dafür schon einen Ansatz. Und an der Stelle sage ich dann vielen, vielen Dank, Emily, für deine Zeit. Das war, glaube ich, sehr, sehr aufschlussreich für ganz viele, die sich in deiner Situation wiederfinden. Und ich hoffe, das macht ganz vielen Mut, auch einfach das für sich anzugehen, dann auch die Augen zu öffnen für die kleinen Dinge, die sie verändern könnten, die riesigen Unterschied machen und nicht mehr nur über Verbote, Tracken und Co. zu arbeiten. Definitiv. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen irgendwie helfen konnte. Und, ganz sicher. Ich hoffe vor allem, dass viele zu dir kommen, weil man muss da wirklich sagen, da muss ich ja einfach mal noch ganz kurz die Plattform nutzen, um für dich Werbung zu machen, weil du warst wirklich ein so guter Partner an meiner Seite, hast mich die ganze Zeit immer wieder aufgebaut, immer wieder motiviert und am Ende, ich sage ja, ich kann es nicht oft genug sagen, so glücklich war ich wirklich seit Jahren nicht mehr. Und das, obwohl ich mein Ziel noch längst nicht erreicht habe, muss man ja auch mal dazu sagen. Ich habe immer noch Kilos vor mir, aber der große Schritt ist auf jeden Fall schon getan. Vielen, vielen Dank dafür. Was man da auch sagen kann, ist, das Glück und wie du dein Leben wahrnimmst, ist viel weniger von deinem Gewicht abhängig, als du denkst. Und da kann man halt sehr dran schrauben, indem man halt auch das Leben drumherum, wie wir es getan haben, beeinflusst. Dann ist es viel leichter und du bleibst viel besser dran und dann erreichst du natürlich auch viel besser dein Ziel. Es gehört alles zusammen. Es ist alles ein Ganzes. Ja, vielen, vielen Dank, Emily, dass ich dich da begleiten durfte und dass du die Story mit uns geteilt hast. Und ja, für alle, die jetzt zugehört oder zugeschaut haben, schreibt mir doch gerne mal bei Instagram eine Nachricht zu der Story von Emily, ob sie euch inspiriert hat, wie so eure Meinung dazu ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil dann kann ich der Emily das auch zukommen lassen. Genau, würde mich auch interessieren. Ja, dann vielen, vielen Dank und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Emily. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao. Das war's für heute bei Diätfrei abnehmen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr Menschen auf ihrem Weg zu einem leichteren Leben zu begleiten. Tust du dich noch schwer, deinen eigenen Weg zu finden? Dann zögere nicht und lass Timo dir helfen. Besuche jetzt www.coach-timo-wagner.de.
www.diätfrei.de und sichere dir dein kostenfreies Beratungsgespräch. Bis zum nächsten Mal.